Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Heart of Harmony. Wir befinden uns in den Tempel der Verheißung. Im letzten Part sind wir dort reingegangen. Ich muss aber auch gestehen, es ist schon wieder ein wenig länger her. Ich war die vergangenen Tage etwas erkältet und auch heiser gewesen. Und das hat es ein bisschen quälend gemacht, Sachen aufzunehmen. Gerade in einem so sehr textlastigen Spiel wie dem hier. Ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Deswegen entschuldige ich mich für die etwas längere Pause. Aber jetzt geht es ja wieder weiter. Und da sehen wir ja auch Manabu. Ich erinnere mich noch, dass ich mir Sachen kaufen wollte. Ne? Wir hatten ja nämlich so ein... Aber ich muss mal gucken, wie teuer genau eine Frostkugel. Aber vielleicht kaufe ich erstmal etwas mit den Mimi mehr ausfällt. Ach, am besten kaufe ich noch nichts. Ich guck mal, wie viel Kohle ich zusammenkratzen kann. Und dann können wir uns nachher noch vorbereiten. Also bisher sehe ich da noch nicht den Sinn hinter. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen. Also links war ja dieser Feuergang mit diesem schwierigen Zwischenboss dort. Den würde ich jetzt nicht nochmal ausprobieren. Stattdessen gucken wir uns mal woanders hier um. Ich muss sagen, ich liebe die Musik hier drin. Also das hat so was Jazzartiges. Erinnert mich an Persona oder so. Also es ist jetzt kein sonderlich langes Lied. Und es hat jetzt keine großen Höhen, aber es ist einfach so beruhigend an der Stelle. Das ist teilweise interessanter, finde ich, solche Lieder. Oder es ist auf lange Sicht auf jeden Fall besser, sowas zu hören, statt vielleicht etwas, was mehr aus sich herausgeht und vielleicht beim ersten Mal hören besser klingt. Genau, nur alte Werkzeuge. Jetzt muss ich mal schauen, genau, ich schaue mich hier einfach mal in jedem Raum um, wo wir uns vielleicht weiterbegeben können. Es sind ja 4 Prüfungen irgendwie zu finden. Ich weiß nicht genau, ob die alle gekennzeichnet sind. Ach, guck mal, hier sind sogar Heilkräuter. Jetzt kriege ich dieses Geräusch, damit ich sagen kann, mehr gibt's nicht. Keine Chance, hier kommen wir nicht durch, solange das Gitter da ist. Wir müssen aber da rein. Ich kann von hier aus glitzernde Dinge da drin sehen. Da müssen wir erst herausfinden, wie wir das Gitter aus dem Weg kriegen können. Ja, gute Frage. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich irgendwo einen Mechanismus geben dafür. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, keine Chance. Das scheint mehr als nur normales Feuer zu sein. Ich glaube, ich kriege ja einen Schadenspunkt, wenn ich da reinlaufe. Okay. Ach so, hier sind ja diese... Genau, ich muss ja dadurch, dass es etwas länger her ist, nochmal gucken, wie das Ganze abging. Aber war es nicht so, dass diese Prüfungen durch diese Grabsteine gekennzeichnet werden? Achso, nee, es sind hier irgendwelche Grabsteine von Göttern oder so. Ich habe keine Ahnung. Es sind nur jede Menge Kerzen drin. Die sehen ziemlich edel aus, aber die brauchen wir nicht. Vielleicht ja später, sollte ich mir mal merken. Klugheit und Improvisation, 4. Prüfung. Ah ja, so, da waren die Prüfungen markiert, aber ich kann gar nicht durch diese Gänge. Die werden mir alle durch Flammen versperrt. Werden die erst nach und nach geöffnet? Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, weil tatsächlich haben wir gar nicht so viele Wege, oder? Ich muss mal hier nachschauen. Können wir hier rechts? Ne, auch. Ah, es wäre natürlich etwas schade, wenn man jetzt doch nur nacheinander Wege abklappert. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man eine etwas freiere Erkundung hätte. Also dass man sich entscheiden könnte, okay, ich mache die Prüfung zuerst oder die Prüfung. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Aber zumindest sieht es jetzt so aus, als würden mich diese Flammen daran hindern, weiter zu erkunden. Deswegen sehe ich jetzt ehrlich gesagt nur den Weg durch dieses Flammenmeer sozusagen. Also es war ja so ein extrem heißer Raum. Ja, also anscheinend würde ich jetzt einfach mal nach links gehen, weil ich sehe jetzt keinen anderen Weg, ehrlich gesagt. Aber das nimmt zu mir so ein bisschen Erkundungsgeist. Aber mal schauen, vielleicht irre ich mich da ja irgendwie. In dem Fall würde ich dann nämlich jetzt wirklich die Frostkugel kaufen. Ich guck mal, ob ich noch was verkaufe, wenn ich mir gleich 2 davon hole. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist, aber Giftzahn, vergift einen Gegner. Boah. Ich weiß nicht, ob... Also in den meisten Spielen ist es ja so, dass häufig Statusveränderungen irgendwie keinen Sinn haben. Oder dass die meisten Gegner immer immun dagegen sind. Ich guck mal, habe ich denn überhaupt alle... habe ich schon die bestmögliche Ausrüstung angelegt? Weil hier, da, dieses Brandschild habe ich gar nicht angelegt für Hirui. Ist natürlich besser. Oder bei ihr ist es ja so, dass sie eigentlich... Ach guck mal, sie hat 2 Waffenplätze. Also das heißt, sie kann kein Schild nehmen. Also macht schon Sinn, ihm das zu geben. Sie hat halt wenig Abwehr, ne? Also da, das muss man auch sagen. Wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch. Das Baumwollschild ist schwächer. Das können wir für 0 verkaufen. Okay, 0? Ich finde es halt immer komisch, dass man Sachen verkaufen kann, die einem 0 Geldeinheiten einbringen. Das finde ich irgendwie... Vielleicht könnte man machen, dass das Baumwollschild wenigstens etwas einbringt.
Ansonsten würde ich sagen, viele der Sachen kann man eigentlich gebrauchen. Tut mir leid, weil es hier gerade noch nicht so viel abgeht. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal ein paar Giftzähne verkaufen, weil viel muss ich nicht verkaufen. Damit wir einfach nochmal eine Frostkugel kaufen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sinnvoll das ist. Ich würde einfach mal nicht speichern. Oder ich kann natürlich auf dem zweiten Spielstand speichern. Das geht natürlich auch. Machen wir das einfach mal auf dem zweiten Spielstand. Und dann gucken wir mal, wie effektiv das gegen den Zwischenboss ist. Deswegen, ich hatte jetzt eher so die Vermutung, okay, vielleicht sollte man den noch ein bisschen später machen, indem man sich hier umgeschaut hat. Aber aktuell fehlt mir ja irgendwie die Möglichkeit, mich umzuschauen. Deswegen gucken wir einfach mal nach. Oh, ist das überhaupt schon eine Prüfung? Weil ich sehe ja hier nichts. Logi, Moment, das habe ich glaube ich letztes Mal nicht gelesen. Logi, einer der begabtesten und stärksten aller Wächter, verschrieb sich seiner Aufgabe, den Göttern zu dienen. Mit Leib und Seele. Auch seine beiden Töchter Aesir und Aimyria arbeiteten als Wächterin in diesem Tempel. Im Gegensatz zu ihrem Vater laugte ihre Aufgabe sie derart aus, dass sie früh starb und zu Elementargeistern wurde. Erschüttert versank Logi in Hass und Zorn, bis in alle Ewigkeit wieder mit seinen Töchtern an diesen Tempel gebunden sein. Für ihn gäbe es nichts Wichtigeres, als dass sie seine Kinder den Frieden finden können, den sie verdienen. Schließt die drei. Achso, das waren dann. Wir wurden ja irgendwie von irgendwas angesprochen, ne? Ah. Im letzten Part. Schließt die drei in eure täglichen Gebete mit ein und vergesst ihre Opfer nicht. Achtet darauf, dass Logi euch nicht bemerkt, da sein Geist nicht mehr von Gut und Böse unterscheiden kann. Mein Zettel steht noch, bei der Hitze flimmert die Luft, also ist die Sicht stark eingeschränkt. Er wird euch nur bemerken, wenn ihr ihn berührt, also bleibt einfach auf Abstand. Okay, das war ganz schön viel Information. Achso, ich habe ja ganz vergessen, dass wir hier Zufallskämpfe haben. Und ich kann natürlich auch nicht flüchten, also es ist irgendwie. Ich erinnere mich, da hatte die Erstellerin was zu geschrieben im letzten Part, aber ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Ich glaube, war gar nicht so gedacht, dass man aus den Kampf nicht fliehen kann. Deswegen, ich war mir da auch nicht sicher, weil ich konnte ja, nachdem ich angeschlagen war, von dem Zwischenboss plötzlich entkommen. Deswegen wirkt es so ein bisschen gedacht, aber ich möchte jetzt auch nicht so viel kämpfen, weil ich sonst zu geschwächt gegen den Zwischenboss ankomme. Das will ich natürlich auch nicht. Deswegen, ja gut, ich spam jetzt einfach mal Angriff, weil ich möchte keine Ressourcen also in Form von MP vergeuden. Deswegen schauen wir einfach mal. So, jetzt war. Wie war es nochmal genau? Man konnte mit Shift langsam laufen. Genau. Achso, ach ne, das war so ein Wechsel. Ich dachte, ich muss gedrückt halten. Nein, nein, Quatsch. So eine Steuerung wäre, glaube ich, zu kompliziert mit dem 2000er. So, das war der Boss, weil er war ja sichtbar. Und das ist auffällig. Also, ich warte einfach, bis er kommt. Oder ich würde gerne warten, bis er kommt. Oder soll ich an ihm. Moment, kann ich an ihm vorbei? Weil vielleicht könnte ich. Das ist ja gar nicht gedacht, dass ich gegen ihn kämpfe, in dem Sinn, dass ich ihm ausweichen soll durch dieses Labyrinth. Das werde ich mal probieren. Genau, ich weiß, Wind ist stark gegen fliegende Gegner. So, daran erinnere ich mich noch, oder hält aber mal aus. Genau, das sind auch die Fledermäuse, die nicht abhauen, oder? Hauen die ab? Ich habe keine Ahnung. Hoffen wir es mal nicht. So, und ja, ihn würde ich wieder mit Angriff behaken. Ich weiß ja noch nicht, ob ich vor dem abhauen kann von diesem Feuergeister. Aber es ist natürlich interessant, was man da so zu der Mythologie erfahren hat. Weil ich bin ja schon gespannt, ob dieser Ausflug in den Tempel dann am Ende noch was bereithalten wird für einen. Und es sieht so aus, als würde er mich verfolgen. Also ich kann schon weitergehen. Deswegen, ich würde ihn mal nicht bekämpfen. Jetzt haben wir uns natürlich schon die Frostkugel gekauft, aber die werden wir ja so oder so noch gebrauchen können. Deswegen, es ist natürlich nicht ganz klar, ob man abhauen soll oder nicht, aber an sich, deswegen, wenn das so in Ordnung ist, finde ich das schon ganz cool. Ach, hier können wir sogar. Ach, guck mal, hier können wir ja sogar nochmal bieten und speichern. Dann haben wir natürlich eine Abkürzung, um direkt zu ihm zu kommen. Was ist das hier? Okay. Aktiviere ich damit das Puzzle? Oder. Ach so, ach, damit öffne ich jetzt Wege? Was soll der. Oh. Moment, ist das so eine Art. Ich weiß nicht, ob das abwegig ist, aber ist das so eine Art Karte für dieses Schloss? Also, wir befinden uns ja. Wir sind ja nach links gegangen. Ja, wobei, ich weiß nicht genau. Also, es gibt ja auch mehrere Etagen. Wir sind ja jetzt gerade hochgeklettert. Aber gucken wir einfach mal. Ich sollte jetzt nicht zu früh irgendwelche
Vermutung anstellen. Was ist das denn? Komisch, sieht durchsichtig aus, aber ist fest wie eine Wand. Ich komme nicht weiter. So etwas habe ich auch noch nie gesehen, aber wenn es hier so im Weg sein kann, bekommt man das auch sicher irgendwie weg. Wir müssen nur herausfinden. Wie? Prüfung. Moment. Wie? Moment. Hat er gerade ihren Satz beendet? Irgendwie, wir müssen nur herausfinden, wie. Prüfungen sind ja dafür da, dass man eine Lösung findet. Dann gibt es hierfür auch eine. Er hat gerade ihren Satz beendet. Alter, wie weit seid ihr schon verbandelt, dass ihr gegenseitig eure Sätze beendet? Und da ist ein weiteres Lore-Stück scheinbar. Aus so einem Geduld. Nicht aufzugeben ist überlebenswichtig. Aufmerksamkeit zahlt sich immer aus. Manchmal muss man umständliche Wege beschreiten. Das sage ich auch immer. da haben wir aber jetzt einen freien Kill. Ich meine, der befindet sich ja direkt in der Nähe der Statue. Daher kann ich mich dann sofort wieder davon heilen. Ja, das Gift in dem Spiel ist schon extrem stark. Also, holy shit. Das sollte man sofort beseitigen. Also, ich meine, jetzt bin ich neben der Statue. Also, es ist mir eigentlich egal, wie viel Schaden ich dann nehme, weil ich jetzt einfach mal eben hierhin kurz gehe. Deswegen, also, es scheint so, als kämen wir hier noch nicht weiter. Also, wenn ich da nochmal drauf drücke, passiert da nochmal was. Sollte es auch besser nicht, weil das war eine gewiss lange Cutscene. Deswegen, also die Sache ist, genau, da hatte ja Rachel Garn geschrien, dass die Spieletester trotzdem immer wieder in diese Flammen gelaufen sind. Also dazu kann ich einen Tipp geben. Am besten, wenn man läuft, niemals durchgängig die Pfeiltasten drücken. Ist ja alles Tile-Based Movement. Einfach immer nur einmal die Taste anschlagen und dann kommt man klar, so wie man zum Beispiel Frogger spielt. Und dann sollte es kein Problem sein. Ich glaube, ich sollte trotzdem Magie einsetzen. Also wir kämpfen ja erstmal noch nicht gegen den Flammenkerl. Wir müssen ja sowieso später nochmal zurück. Scheiße, ich mache ja so wenig Schaden. Weil die Windböe ist ja ganz gut dafür. Ach nee, jetzt muss ich überlegen, weil ich hatte den noch gerade ein bisschen mehr Schaden damit gemacht. Können die ihre Verteidigung erhöhen? Das war ja so ein Ding, manchmal ist ja nicht klar, was eine Fähigkeit beim Gegner bewirkt. Und dann wundert man sich, dass man plötzlich weniger Schaden macht. Ah, jetzt wollte ich eigentlich... Okay, das passt schon. So, Mimi erreicht Level 7, genau. Da hatte auch im Archiv gesagt, dass durchaus die Abstände mit den Leveln später auf jeden Fall größer werden. Und dadurch... Oh Gott, ich muss echt gucken, wie ich an die vorbeikomme. Ach, ihr weißt was, ich gehe einfach durch. Also, wie viel Schaden macht das? Okay, das macht schon ordentlich Schaden. Aber so einzelne... Ach ne, kacke. Das ist sogar versperrt. Oh, verdammt. Okay, am besten... Oh, fuck. Okay, das war's, glaube ich. Ach, Chance auf Erstschlag. Jetzt kann ich sogar flüchten. Moment, jetzt konnte ich flüchten. Lag das am Erstschlag oder lag das daran, dass ich jetzt nicht auf dem Flammenteppich war? So, okay, das war dumm. Also man sollte doch schon gucken, dass man auf dem Weg bleibt. Andererseits, jetzt kann ich natürlich schon... Also ich will ja natürlich den Flammenfuzzi da umgehen. Deswegen, ich könnte schon... Moment, ach du Scheiße, das sehe ich da nicht. Ja, ich lebe gefährlich, wie man sieht. Oh, Scheiße. Kann ich noch einmal? Kann ich noch einmal? Ja, einmal kann ich noch. Oh Gott. Jetzt bloß kein Kampf. Ich will keine Heil-Items einsetzen. Okay, schnell weiter. Hier sind wir ja sicher im Hub. So, ihr merkt es schon, ich bin wieder sehr knickrig. Da war ja die Erntegöttin. Na, ich bin mal gespannt, wie viele Statuen es hier geben wird. Und weil wenn jetzt überall Speicher- und Heilstatuen sind, dann ist das auch nicht sonderlich spannend. Ne? Da braucht man auch keine Heil-Items in dem Sinne. Wo hat sich da genau... Jetzt hat sich da was geöffnet. Aber es ist jetzt so, dass sich die Sachen nacheinander öffnen, weil ich hätte schon gerne eine freiere Erkundung, muss ich sagen. Ich meine, ich mag zum Beispiel auch intelligentes Backtracking. Also ich habe da gar kein Problem, durch mehrere Räume zu laufen, wenn man dann immer wieder Sachen oder Neuerungen entdeckt dabei. Ach ja, hier kommen ja wieder Kämpfe. So, jetzt... Oh, jetzt habe ich versehentlich Abwehr gedrückt. Ja, wir können ja mit ihm die Klingenglut einsetzen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Oh. Uff, okay, jetzt schon direkt wieder verseucht. Also, ich glaube, wenn ich eines von Manabu kaufen sollte... Dann ist es definitiv Entgiftung. Das sollte schon entscheidend sein. So, gucken wir dann nochmal hier erstmal damit loswerden. Was haben wir denn hier? Salbei heilt Stille.
einer Blume. Oh, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Dann gucken wir nochmal. Das ist jetzt auch eine Prüfung. Manchmal muss man seine Ängste überwinden. Wer seine Grenzen nicht sprengt, wird auch niemals wahre Stärke erlangen. So ist es, so ist es. Weise Worte, die einen... Man kann noch viel von solchen Spielen lernen. Was? Ah, Herui. Eine Falle? Herui, was passiert? Geht es dir gut? Ich glaube, gleich nicht mehr. Also, oh, muss ich jetzt schnell rennen? Oh, das ist ja... Okay. Mimi, der Boden verschwindet. Dann musst du schnell da weg. Lauf! Oh nein, das ist gar nicht gut. Mist, hier hinten geht's nicht weiter. Was? Das ist eine Sackgasse. Ich sitze wirklich in der Falle. Nein, 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 niemals. Wenn das eine Falle ist, kann man sie auch irgendwie leicht wieder abstellen. Fällt es gerade etwas schwer daran zu glauben. Musst du aber. Ich finde den Hebel, der das hier abstellt. Du wirst schon sehen. Dann beeil dich bitte. Okay. Das ist mutig, einen Hebel zu suchen. Vielleicht diese Statuen. Ich hasse doch so. Erst recht, die Leute, die sowas sagen. Warum habe ich denn 10 Minuten... Warum wird denn die Zeit nur angezeigt, wenn ich was anklicke? Und vor allem... Ach nee, da oben links ist die. Aber ich habe 10 Minuten? Moment. Ach, ich könnte mir was vorstellen. Oh Gott, aber wie komme ich denn jetzt mit Mimi alleine klar? Ich kann ja nicht flüchten. Also, wenn ich 10 Minuten habe, dann ist die Lösung sicherlich nicht naheliegend. Also nicht hier in dem Raum. Oh Gott, das wird aber gefährlich für Mimi. Oh, dann gibt es eigentlich nur eine Stelle, die ich mir vorstellen könnte. Und zwar da, wo wir vorhin waren. Wo wir den Schalter gedrückt haben. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber wir müssen es ausprobieren. Also schnell raus hier. Kurz nochmal Mimi heil. Ich glaube, so viel Zeit muss sein. Weil 10 Minuten ist schon eine Menge. Also, wie gesagt, ich weiß halt natürlich nicht, wo das ist. Ich werde mal an einem dritten Spielstand speichern. Zweiten. Ich hab doch keinen zweiten Spielstand gespeichert. Okay. Weil einfach dann, wenn man dann doch verkackt, man diese Cutscene nicht mehr sieht. Oh, das ist natürlich schön, dass man auch noch diesen Geräusch hat. Und da ist noch eine Tür offen. Die war vorher nicht offen, okay. Möchtest du die Truhe jetzt öffnen? Nein, noch nicht. Was steht denn da? Diese Truhe gehört jenen, die das erste Licht zum Leuchten gebracht haben. Wer zu früh nach den Schätzen giert, wird mit der Leere des Lebens bestraft. Ja, dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Dann haben wir scheinbar noch eine Belohnung dafür. Achso, genau, sie kann ja hier hochspringen. Oh, aber vorher gibt es nochmal einen Kampf. Ich hoffe, dass man mit Mimi jetzt nicht irgendwie zu krasse Gegnergruppen bekommt. Weil, sie hat ja nicht so viel Abwehr. Und ich bin jetzt schon wieder verseucht. Ach, scheiße, aber auch. Wir werden auf jeden Fall gucken. Wir kriegen ja ein bisschen Kohle hier, nachher mehr Entgiftung von Manabu zu kaufen. Was auch immer der hier verloren hat. Also ich meine, was macht der? Kann er nicht auch irgendwie helfen? Er ist ja der Erwachsene hier an der Stelle. Und, okay. Chance auf Erster. Dann flüchte ich mal, weil wir müssen auf uns... Oh, come on, ein Schritt! Ich meine, immer wieder Erstschlag, aber ein Schritt ist schon ein bisschen lächerlich hoch von der, also von der Varianz her. Ich habe irgendwie Sorge, dass wir hier irgendwie falsch sind. Dass das vielleicht jetzt schon oft ist, aber... Aber ich muss gucken. Also ich könnte schwören, das war vorher auf jeden Fall nicht offen. Also ich überlege gerade, ob das vielleicht mit dem anderen Schalter offen war, aber ich glaube nicht. Was ist das? Achso, damit setze ich ihm was zurück. Ja, was ist das hier? Sieht irgendwie kompliziert aus. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Muss mich beiden in Ruhe helfen. Damit schaltet man sicher keine Fallen aus, okay? Also hier nicht hin, oder wie? Ja, da war ja noch ein anderer Weg. Okay, okay. Oh ja, genau. Sowas kann natürlich lange dauern. Aber die anderen Fledermäuse hauen ja ab, wenn ich sie anschlage. Und würde jetzt eh keine Erfahrung mehr geben, glaube ich. Aber auch. Ey, jetzt wird man aber richtig drangsaliert. Aber davor hatte ich ja so ein bisschen Sorge. So, jetzt haut der schon ab, das ist gut. Also jetzt will ich sogar, dass sie abhauen. Oh nein. Scheiße, stimmt ja. Okay, okay. Boah, Alter, das Gift tickt aber auch so schnell runter. Heilige Scheiße, also das ist schon hart. Ich weiß nicht, ob es mehrere Arten von Giften gibt in dem Spiel. Deswegen, man kann ja... Ich will ja ins Balancing nicht wirklich reinquatschen.
Wie gesagt, wenn man das als zu krass empfindet, könnte man ja überlegen, okay, vielleicht gibt es ja Gegner, die können etwas schwächer vergiften. Also es gibt vielleicht Gift. Also es ist ja, manche Spieler gibt es zum Beispiel Gift und Seuche. Und, ach, die kann doch heilen. Ne, sie kann glaube ich, sich nicht heilen, ne? Ach du Scheiße. Gut, dass das im Inventar nicht weiterläuft. Oh nein, jetzt bin ich eh im Arsch. Techniken. Achso, sie kann sich ja selbst entgiften. Oh, ich verschwende die ganze Zeit hier Sachen. Warte mal, ich schläfer mal jetzt die Seuchenfledermaus ein. Ich hoffe, das klappt. Wahrscheinlich ist nicht fehlgeschlagen. Sehr gut. Weil wenn ich die Seuchenfledermaus. Oh, das ist sogar relativ clever, die einzuschläfern. Ich hoffe, der andere haut ab. Ja, sehr gut. Weil jetzt kann ich mich in Ruhe um die kümmern. So, ich hoffe, die ist noch nicht dran. Genau, ich bin jetzt nämlich zweimal dran. So, das ist Strategie. Ich weiß nicht, ob so gedacht war, aber dafür ist so ein Schlummerzauber sehr gut und ich bin auch dankbar dafür, dass er bei den normalen Gegnern auch durchaus Wirkung zeigt. So, und jetzt gucken wir mal hier. Ja, wie gesagt, es sind Peanuts, aber so ein bisschen gucken muss ich, ja. Ich muss jetzt hier ruhig dringend helfen. Oh, was ist das? Ganz schön dunkel hier. Dunkel und unheimlich. Okay, ich muss hier sein, weil nur Mimi spricht. Und Mimi läuft jetzt langsam. Mimi, aber hier ruhig ist in Gefahr. Du musst dich beeilen. Gottes Willen. Wie gesagt, ich habe nicht die Shift-Taste gedrückt. Und man hört sogar noch, wie eine Platte weiter nach unten geht. Boah, wie ängstlich er jetzt sein muss. Lügnerin, du hast gelogen. Erbärmliche Lügnerin. Lügner mag niemand. Niemand, hörst du? Nur wegen dir und deinen Lügen. Jetzt ist er in Gefahr. Deinetwegen, weil du dir selbst etwas vorgemacht hast, traurige, armselige Gestalt. Ich wollte doch nur... Das stimmt, eigentlich ist es ja... Ne, also sie war ja diejenige, die dafür war, dass man hier reingeht und erkundet. Denn man muss sagen, tatsächlich war ihre Forschheit dafür verantwortlich, dass jetzt Hero in dieser Situation angelangt ist. Und das eigentlich ist das eine sehr schreckliche Situation. Erstmal, wie viel Angst Hero jetzt haben muss, während nach und nach diese Platten immer näher kommen. Sie muss irgendeinen Schalter finden, von dem sie nicht mal weiß, ob er existiert. Du wolltest doch, dass er dich mag. So sehr dachtest du dann auf... Ach Mist, jetzt habe ich es nicht ganz gelesen. Tut mir leid. Aufhören! Bitte! Deswegen lieber nicht labern. Aber ich finde, das eigentlich ist eine extrem krasse Situation, wenn man sich das mal jetzt hier vorstellt. Also, wenn ich in so einer Situation wäre oder irgendein Freund von mir... Nehmen wir mal an, da würde irgendeine Falle in Gang gesetzt worden sein. Du wirst es nicht schaffen, gib auf und bleib bei uns, bleib. So wirst du nie mehr alleine sein, nie mehr, das willst du doch nicht, nicht wahr? Alleine, ich will nicht mehr alleine sein, das halte ich nicht aus. Das wissen wir verstehen dich, Mimi. Mimi, bleib bei uns, bleib für immer bei uns. Nein, das geht nicht. Also ich nehme an, das ist, ich kann nicht, ruhig. Noch kann ich ihm helfen. Das muss ich. Ganz bestimmt kann ich. Sei nicht dumm, du tust es schon wieder. Du belügst dich doch selbst und alle anderen. So drehst du dich ewig im Kreis. Wirst versagen. Gib jetzt nach und du bist frei. Ja, ihr könnt mir nach 3 Minuten und 45 Sekunden nochmal das Angebot unterbreiten. Aber bis hierhin, es reicht. Ich werde es versuchen. Ruhig ist nämlich mein Freund. Ich lasse ihn nicht einfach im Stich. Also lasst mich in Ruhe. Oh, geh einfach weiter. Wir haben nicht genug Zeit. Wir gehen einfach weiter. Alles klar. Ich muss mich beeilen, aber ich finde es schön, dass man hier so ein paar Entscheidungen treffen kann. Es führt auch so wieder hier nach oben. Das ist eigentlich auch ganz cool. Man hat ja auch was gesehen. So, Windböe. Also okay, unter dem Aspekt ist es natürlich sogar ganz gut, dass man nicht flüchten kann. Weil sonst würde das Zeitlimit, sonst könnte man natürlich leicht über das Zeitlimit gehen, ne? Also es würde dann nicht so eine Rolle spielen, weil es wird doch jetzt schon ziemlich knapp, muss ich sagen. Aber ich glaube, da ist schon der Schalter. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt bloß nicht sterbe durch das Gift, was er mir gleich spritzt. Ja, okay, das klappt auf jeden Fall noch. Das ist auch, wir haben auch nicht mehr viel MP, aber ich glaube, wir schaffen es gerade noch so. Giftzahn erhalten, okay. Puh.
Geschafft! Geschafft? Nee, das war so ein... Ja, geschafft! Ich hab's geschafft! Nee, der Boden ist wieder da. Danke, du hast mich gerettet. Ich bin auch froh. Gib zu, das war ziemlich beängstigend. Offenbar ist es hier doch gefährlich. Ich bin ja auch irgendwie mit Schuld dran, dass ich dich hier hineingezogen habe. Tut mir leid. Du bist viel zu lieb. Was? Nicht alles gut. Ich will lieber schnell wieder zu dir. Also komme ich jetzt zurück. Gute Idee. Ich warte in der Eingangshalle auf dich. In diesem Raum bleibe ich nicht mehr länger als nötig. Auf jeden Fall, denn da sind auch keine Zufallskämpfe, Rui. Zum Glück ist das vorbei. Ob es noch mehr solcher Fallen gibt? Keine Ahnung, aber möglich ist es. Du, Hirui, ich... Zusammen schaffen wir das doch bisher ganz gut, oder? Komm, machen wir weiter. Okay, du kannst auf mich zählen. Also, wohin jetzt? Ich wünschte, es gäbe genauere Hinweise darauf, dass wir, was wir eigentlich machen müssen. Kein Wunder, dass wir in Fallen reinlaufen, wenn wir ziemlich ziellos hinherrennen müssen. Ja, tatsächlich ist das hier... Hat das hier keinen näheren Nutzen gehabt, ne? Also, wir haben das jetzt gemacht und, also die Falle hat eher den Gang da links geöffnet. Und dadurch geht es jetzt links eigentlich weiter. Aber das ist eigentlich interessant. Also, dass man tatsächlich irgendwie erst die Falle dann lösen muss. Und dann, oder man muss sich wohl, also man muss sich willentlich in eine Falle begeben, um einen weiteren Gang öffnen zu können. Ich will jetzt einfach mal so gucken, wie Hirui reagiert, wenn ich versuche, hier wieder reinzugehen. Ach, ich... Okay, die Falle lässt sich nicht nochmal aktivieren, aber eigentlich müsste er doch Angst haben, überhaupt darauf zu treten. Also ich hätte es zumindest. Aber dann schauen wir mal, wo dieser Kristall war. Da wird es wohl weitergehen. Und wie war das nochmal? Licht zum... Das erste Licht. Keine Ahnung, was das erste Licht ist. Werden wir wohl noch herausfinden. Moment, ach stimmt ja. Jetzt müssen wir trotzdem wieder alleine mit... ja gut, besser jetzt ein Zufallskampf, weil jetzt spiele ich mit beiden. So, und dann nochmal eine Windböe und ich hoffe, dass... Da fehlen so ein paar Schadenspunkte noch. So, Hirui kann ja immer... Ach nee, Hirui ist gar nicht dran, aber es passt schon. Hirui trifft ja immer mit seinem Schwertschlag, weil er hat ja diese Brandklinge, die 100% Trefferchance hat. Das ist übrigens auch so ein Punkt, ich meine ja, in einem Patch wurde das geändert, dass man nur noch 100% trifft, aber dadurch macht das natürlich die Waffe keinen Sinn mehr. Deswegen, ich hoffe, dass vielleicht in den späteren Patches durchaus die Möglichkeit zum Fehlschlag vorhanden ist. Nur, die muss ja nicht so hoch sein. Genau, weil so nimmt man natürlich dem Ganzen noch eine Facette, aber das habe ich auch schon mal erwähnt. Alles klar, dann sind wir hier wieder alleine, aber wir sind ja geheilt. Und dann gucken wir mal, was das Rätsel ist und dann ist es erstmal für den Part, würde ich sagen. Also wir schauen mal, dass wir dieses Rätsel dann noch machen. Ja, einfach zweimal Windböe. Wir haben noch genug MP. Und dann passt das Ganze schon. So, okay. Ach so, das kann man schieben? Ich hoffe aber, dass jetzt währenddessen keine Zufallskämpfe kommen, weil während Rätseln ist sowas immer schon lästig. Wenn dann verliert, kommt man manchmal aus dem Konzept. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine sind, weil es wurden schon an anderen Stellen auch keine Zufallskämpfe gemacht, wo man gerade rätselt. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube, das war... Ja, doch, das sollte klar gehen. Also jetzt hier nach rechts. Gehen wir einmal hier außen rum. Das sollte jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Genau, da sehe ich schon direkt so eine Lücke, die extra dafür gemacht wurde, damit ich hier weitermachen kann. Und dann einmal hier lang. Genau, ich habe genug Baba Is You gespielt, dass das kein Problem mehr ist. So. Ja, okay, jetzt haben wir mehrere farbige Türen. Oder zumindest zwei farbige. Warum sind die rot? Ich hoffe, ich kriege noch eine Beschreibung dafür. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich will da nicht ohne Hirui reingehen. Achso, wir müssen erstmal den Weg offen machen wieder an der Stelle. Es ist ja immer... Na, okay. Jetzt will ich mal flüchten, weil... Ja, ich sag mal, auch wenn ich Erfahrungspunkte bekomme, ohne Hirui ist ja auch ein bisschen blöd. Wir wollen ja Mimi nicht überleveln. Aber wahrscheinlich wird Mimi höhere Level haben als Hirui, wenn sie mehr Solo-Passagen hat. Aber es kann natürlich sein, dass sich das auch wieder ändert an der Stelle. Also dass es auch mit Hirui ein paar Passagen gibt. So. Dann sind wir jetzt eh wieder zusammen. Das macht dann wieder mehr Sinn. Und jetzt weiß ich nicht, welche Tür... Gibt es irgendwie so eine Schrifttafel oder... Das ist ein Grund, warum ich mich für eine Tür entscheiden sollte. Autsch, das ist ja heiß. Sich doll verbrannt geht schon. Gerade so, ich habe mich nur erschreckt. Wir sollten
So sollten wir die Tür nicht benutzen. Vielleicht ist es da drin auch viel zu heiß für uns. Okay, soll ich jetzt irgendeine Tür nehmen, die sicher aussieht? Dann würde ich die nehmen, die normal aussieht. Natürlich, wir brauchen wieder einen Schlüssel oder einen Hebel. Oder eine Bombe. Alles klar, dann ist mal wieder easy going. Ja, diese Brandklinge ist schon wirklich relativ stark, muss ich sagen. Okay, was haben wir hier? Oh, die Tür ist richtig verbeult und kaputt. Da hilft uns auch kein Schlüssel mehr. Was ist mit der Tür wohl passiert? Das sind doch alles kleine Kammern, ne? Ich habe die ganzen verschlossenen Türen satt. Ja, du sagst es, ich auch. Ach, weißt du, bei dieser Tür ist das vielleicht gar nicht mal so schlimm. Hm? Was meinst du, Hiroi? Okay, wieso? Weil das da in der Mitte wie Blut aussieht oder warum? Naja, gut. Gucken wir mal, ob die ganz rechte Tür Erfolg zeigt, weil wenn nicht, dann weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr, wo ich lang muss. Hier wieder typisch Windböe und Brandklinge, sollte immer reichen. Ich bin jetzt auch froh, dass sie nicht so oft mit solchen treffen. Deswegen, ich habe auch wieder ganz vergessen, dass Mimi eigentlich entgiften kann. Warum eigentlich? So, hat sie da irgendwie... Ich könnte mir mal die Skill-Beschreibung durchlesen oder so. Ah, und Hiroi hat jetzt auch... Ach, hat schon Level 9. Okay, ich sage irgendwie, ja... Also es macht vielleicht doch Sinn, dass man ein paar Passagen solo mit Mimi hat, weil sie tatsächlich hinterherhinkt. Techniken da. Aber ich würde mal gerne sehen, was da in der Beschreibung steht. Halt, okay, da steht nur, was es macht. Aber ich wüsste halt schon gerne, vielleicht bin ich da so ein bisschen korinthenkackerhaft, aber ist das jetzt Magie, die sie da wirkt, oder warum kann sie entgiften? Okay, das ist auch heiß, weil die Tür ja rot war. Das soll halt dafür stehen, dass sie erhitzt wurde. Ich muss sagen, ich mag auch wirklich das Design vom ganzen Dungeon. Ich habe ja gehört, es wird ein bisschen angepasst. Aber ehrlich gesagt, ich hoffe, dass der Dungeon Design technisch größtenteils erhalten bleibt, weil ich mag den tatsächlich vom ganzen Look her. Und da drüben ist ja auch noch so ein Ding. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Also wir haben ja jetzt hier diese Tür geöffnet, also müssen wir doch hier hin, ne? Geh ja nochmal hier hoch. Und dann guck mal, ja, gut. Muss zugeben, wenn ich einen Erstschlag habe, ist verlockend zu sagen, nee, machen wir mal nicht. Gucken wir mal, ob wir irgendwie hier hinkommen. Nee, eigentlich nicht, ne? Also ich finde es ein bisschen komisch gerade. Wenn ich das jetzt hier zurücksetze, da passiert auch nichts mehr, weil wir es wahrscheinlich schon gelöst haben. Deswegen, wofür habe ich denn jetzt die Tür geöffnet? Oder einfach nur, damit ich wieder rausgehe. Über den Schalter springen. Ich gehe jetzt nochmal raus, keine Ahnung. Wofür das jetzt genau da war. Oder war das jetzt. Keine Ahnung, war das das erste Licht oder so? Ach, scheiße, ich hätte lieber Schlummer machen sollen, wobei das reicht schon. Wir sind schnell genug dran, um zu killen. So, und die hauen wir sowieso um. Da ist sogar ein Crit, sehr schön. So, und wir kriegen wirklich ohne Ende Giftzähne. Also was zum Verkaufen haben wir hier auf jeden Fall. Dann will ich aber auch sagen, okay, ich wüsste jetzt nicht, wo es weitergeht, aber wir haben ja so ein bisschen was gemacht. Haben eine sehr ergreifende Szene gefunden. Ich mag es auch immer, wenn Dungeons benutzt werden. Ne, also, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Dungeons haben ja an sich viele Hindernisse, die man ja auch spielerisch überwinden muss. Aber wenn man das Ganze dann schafft, auch noch Ereignisse einzubauen, bei der dann sozusagen die Protagonisten auch mit ihren eigenen Ängsten und Schwächen konfrontiert werden, dann ist das auch immer was Besonderes, weil es auch für die Charakterentwicklung was bedeutet. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass es diese eine Stelle da gerade gab und dass es wahrscheinlich noch mehr geben wird durch diese Prüfung. Deswegen, das finde ich bisher ganz gut. Was ich vielleicht etwas schade finde, ist, dass es doch sehr linear scheint. Also bisher gab es ja immer nur einen möglichen Weg und ich fände es irgendwie cooler, wenn man diese Prüfung in eigener Reihenfolge machen könnte. Man könnte ja den Weg dann, wenn so eine Szene wie die gerade kam, einschränken in dem Moment. Wie gesagt, es ist noch eine Demo immer, man kann, deswegen mache ich das ja mit dem Feedback. Also falls es da irgendwie Möglichkeiten gibt, weil natürlich wurden einige Switches und Variablen wahrscheinlich auf eine Art und Weise ausgelegt dafür, dass es linear sein soll. Aber wenn man es ein bisschen weiter öffnen kann, würde ich dafür plädieren, dass man das macht. Das würde ich durchaus als vorteilhaft betrachten. Warte mal, waren noch die Kerzen, ne? Ach, ne, Süßgras, okay. Ich will nochmal in die linke Truhe kurz gehen, da waren ja Kerzen. Vielleicht kann man die ja jetzt für irgendwas gebrauchen. Ansonsten werden wir im nächsten Part weiterschauen, wo es hier weitergeht. Ja, und bis dahin hoffe ich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Also bis denne.